Es erfüllt uns mit außerordentlichem Stolz, Ihnen das exquisiteste Resort-Residenzprojekt im Herzen der Tourismusküste Nordzyperns vorstellen zu dürfen. Die Aqualina Residence, angesiedelt in der westlichen Küstenstadt Karshiaka, offenbart ihre Pracht nur 25 Minuten vom Epizentrum des Tourismus, der Stadt Kyrenia, entfernt. Kyrenia, als die Tourismushauptstadt Nordzyperns gerühmt, zieht jährlich über 1 Million internationale Besucher an. Hier vereinen sich ein reichhaltiges historisches Erbe und das Großstadtflair des modernen Lebens. Gesäumt von renommierten 5-Sterne-Hotels, einem malerischen antiken Hafen, alten und neuen Basaren, einer Vielzahl einheimischer und internationaler kulinarischer Genüsse sowie der längsten Sandstrandküste, die zu abenteuerlichen touristischen Aktivitäten einlädt. Kyrenia, nicht bloß die Kronenstadt des Tourismus, präsentiert sich auch mit einer bestens ausgebauten städtischen Infrastruktur auf der Insel. Ein durchdachtes Straßennetz, moderne Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sowie eine Reihe von Gastronomie- und international bekannten Einkaufsläden zeichnen die Stadt aus. Die privilegierte Lage der Aqualina Residence gewährleistet den Eigentümern nicht nur beispiellosen Zugang zu den etablierten Einrichtungen des Stadtzentrums, sondern auch nur einen Katzensprung entfernt von der unberührtesten Küste der Insel. An der Westküste von Kyrenia thronen die Städte Alsancak, Lapta und Karshiaka mit atemberaubendem Blick auf Berge und Meer. Diese Städte, dicht an den Bergen und der Küste gelegen, bilden das Herz der Tourismusgemeinde. Hier findet man einige der bekanntesten touristischen Attraktionen der Insel. Innerhalb einer 10-minütigen Autofahrt eröffnen sich Möglichkeiten, die Sonne des Mittelmeers zu genießen und sich zu entspannen. Luxuriöse Strandclubs wie Escape, Sunas und Camelot laden zu Wassersport und kulinarischen Erlebnissen. In erstklassigen Strandrestaurants wie Silver Rocks, Calamari oder dem renommierten Esig-Restaurants ein. Und warum nicht den Abend in einem örtlichen 5-Sterne-Casino-Hotel ausklingen lassen? An der Westküste dominieren die größten Hotelketten der Insel, allen voran die renommierten Merit- und Kaya-Hotels. Wie bei jeder Investition in Immobilien sind die Infrastruktur des Standorts, die Gemeinschaft und die geplanten Investitionen entscheidend für den Wert Ihrer Immobilie. Neben dem vollendeten Küstenwanderwegprojekt, finanziert von der Europäischen Union, steht die Westküste von Kyrenia als einzige Region mit bestätigten offiziellen Plänen der Zentralregierung für das Jahr 2024 im Mittelpunkt der Planungen. Der Premierminister der Türkischen Republik verkündete in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Außenminister, dass die dritte Phase eines Autobahnprojekts im Jahr 2024 das Stadtzentrum in weniger als 20 Minuten mit der Westküste verbinden wird. Dies unterstreicht Kyrenias größtes Vorhaben mit einem Kreuzfahrthafen in Karshiaka, dem größten Krankenhaus der Region, einer weiterführenden Schule und sogar einem Seilbahnprojekt, allesamt Schlüsselprojekte, die die Anziehungskraft der Region für Touristen und Investoren steigern werden. Projekte an diesem Standort bieten unseren Investoren nicht nur einen etablierten Tourismusstandort mit hoher Nachfrage nach Ferienunterkünften, sondern gewähren auch Zugang zu einem erstklassigen Immobilienmarkt. Dieser zeichnet sich durch eine exzellente Infrastruktur und innovative Expansionspläne der Regierung aus. Das Jahr 2024 bietet die beste Gelegenheit, am Beginn des Wachstumszyklus in Karshiaka teilzuhaben, wenn neue Projekte für Luxusresidenzen in diesem etablierten und konkurrenzlosen Tourismus-Hotspot entstehen. Seien Sie ein Teil des Wachstums, seien Sie Teil der Gemeinschaft. Karshiaka erwartet Sie.